Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Entschuldigung, zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Remake. Fängt ja schon gut an. Ja, letzte Folge Projektor kaputt gemacht und wir müssen jetzt hier irgendwie raus. BZW, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt mit Nero prügeln. Und gibt es hier irgendwas Neues? Nee, ne? Hätte mich auch gewundert. Ich erhole mich nochmal ein kleines bisschen. Sicher ist sicher. Ich glaube, wir waren nämlich nicht restored. Habe in der Aufnahmepause nochmal ganz kurz wieder ein bisschen geskillt, weil wir kriegen ja, wir werden ja mit Waffenpunkten zugeschmissen wie sonst was. Und ja, dann schauen wir doch mal, dass wir hier wieder rauskommen. Oh. Was ist WTF? Passiert? Ein schlechtes Gefühl. Die sind mit Dunkelheit infiziert, glaube ich. Die Frage ist, wo geht's jetzt hin? Wahrscheinlich müssen wir der Spur aus Leichen folgen. Oder sind die tot? Wahrscheinlich, ne? Rupp dich aus. Ah. Es ist wohl nicht ganz zufällig jemand gekommen, um uns zu retten? Ich glaube, das mit dem Tob sich aus hat er ein bisschen wortwörtlich genommen. Hat hier voll die Abrissparty veranstaltet. Ah ja, da ist er. Ja, also wir werden es also wohl jetzt mit Nero prügeln dürfen. Juhu. Aber sieht cool aus. Zielpersonen sind anwesend. Bereit? Feldtest mit Zviet initiieren. Für mich und meinen Bruder. Oh, cool. Gehst du jetzt aus dem Weg? Das heißt wohl nein. Fragen kostet ja nichts. Nun, dann wollen wir mal beginnen. Sag mal, arbeiten wir dafür bekloppt, mein Shinra? Bleib wachsam. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Ja, das ist wohl so. Er ist auf jeden Fall sehr schnell. Das hasse ich ja persönlich schon wieder. So, erstmal, ich muss mal wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Nero, dieses Mitglied einer Eliteeinheit von Deep Ground, die sich Zviet nennt, ist auch als Nero der Dunkle bekannt. Er manipuliert die Macht der Finsternis und verschlingt mit ihr alles, was sich ihm in den Weg stellt. Analyse nicht möglich. Naja. Wirklich weiter bin ich jetzt eigentlich auch nicht. So, Sonon. Ich würde sagen, Kampfgeist. Fangen wir mal mit an. Habt ihr Angst im Dunkeln? Bei dem kommt mir ja das Frühstück hoch. Lass dich nicht ablenken. Das kann nicht sein. So, jetzt ist es. Ganz schön unverschämt. Ich bin beeindruckt. Sie. Unregelmäßigkeiten. Das Kontrollprogramm ist beschädigt. Setz dich schon fest. Hab ich dich. Wer wagt es, mich zu stören? Oh.
kommen wir gleich. Dieses schwarze Ding, das sieht nicht gut aus. In der Dunkelheit sind wir alle eins. Okay, er hat Hass aktiviert. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Lass mich in Ruhe. Au. Ich bin mit Dunkelheit infiziert. Au. Okay, wir verlieren dann die ganze Zeit Lebensenergie. Na. Okay, nächste Phase. Okay, kurz einmal heilen. Okay, aber er ist halt schon ein cooler Gegner irgendwie. So, ich lass mal Ramu gerade drin. Au. Au. Okay, das ist... Ja, der macht schon Damage. Was kommt jetzt? Diesen Kampf zu beenden. Bleib zurück! Das Chefin macht das schon! Boah, der Kampf erinnert mich so ein bisschen an eine Esper, die damals bei Final Fantasy 12, wo du auch permanent Lebensenergie verloren hast. Vielleicht sollte ich doch einfach mal Ramu rufen. Sicher ist sicher. So, Sonon, wie wär's mit Wirbellaser?
Ah, ich komme gerade nicht an ihn ran. Mit Nahkampf. Die Finsternis strömt aus mir hervor. Bring meine Frau zu Ende. Au. Okay, jetzt kommt der letzte Schlag, Ionenschlag von Ramu. Alter Mann, trumpft auf! Erneut. Der ist noch fast down. So. Ja, sehr gut. Schenkt mir noch mehr Gefühle wie diese. Schenkt mir Schmerz und Tod. Chefin, beenden wir's. Bin schon dabei. Das war's mit dir, Nero. War's das? Ja. Klasse. Will dich ja eigentlich nicht hetzen, aber wir sollten von hier verschwinden. Ich brauche eine Pause. Dann frag ich dich. Bäh. Nein, danke. Kann man ja mal versuchen, ne? Dort! Chefin, kämpfe weiter. Für uns. Nein, das kann... Sonon? Stein.
hat. Alleine wird das nichts. Wer will mein Handlanger werden? Bitte einmal melden! Moment mal. Warte jetzt mal. Moment. Das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Also, um eins klarzustellen, liebe Freunde. Das war jetzt gerade eine sehr, sehr emotionale Szene. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade mal ruhig gewesen. Jetzt, okay, es geht weiter. Okay, gut. Sehr, sehr, sehr gut. Irgendwie. Ah, das ist jetzt quasi nach dem Hauptspiel? Sag mal, Barrett, gehen wir wirklich zu Fuß? Klar doch. Ist ganz schön weit bis Calm, oder? Einen ganzen Tag werden wir schon brauchen. Eine Frage. Wenn meine Mutter ein ganzer Tag sagt, meint sie vom Aufstehen, bis man abends ins Bett geht. Aber für mich ist ein ganzer Tag eigentlich vom Morgen bis zum Morgen des nächsten Tages. Wie siehst du das, Barrett? Ich stimme Elmira zu. Bin ich froh, wenn ihr meint. Cloud,
Du musstest bestimmt ständig von morgens bis abends durch die Gegend latschen. So als Elitesoldat. Kam vor. Aber nicht ohne regelmäßige Pausen. Vor allem du brauchst die. Ja, ja, weiß ich doch selbst. Na, so eine Reise ins Unbekannte ist riskant. Aber ihr habt ja euren verlässlichen Anführer. Haben wir ein Glück? Das habt ihr. Okay, jetzt bleiben wir alle mal kurz stehen. Atmet einmal alle tief ein. Oder lieber doch nicht. Sind wohl noch zu nah an der Stadt. Frische Luft gibt's später. Marco Stadt Midgar, leb wohl. So etwa? Ja, gut. Genau so. Gut. Da kommt wer. Sieh mal. Das Chocobo-Theme kennen. Alles okay? Seltsam. Mir ist so anders. Ach, du hast bestimmt nur Hunger. Weiter geht's. Es ist lange her. Wie geht's? Na, alles schick? Hör mal. Sorry. Bin zurück! Oh Mann, ein neuer Gegner wird dem Kampfsimulator in Shinra-Gebäude hinzugefügt. Wähle Kapitel 17 der Kapitelauswahl aus, um dich ihm zu stellen, nachdem du die Hauptstory abgeschlossen hast. Ein weiterer Gegner wurde zu dem Kampfsimulator in Kapitel 2 von Intermission hinzugefügt.
Okay. Weiß der Unbefleckte. Ja, das ist ganz, ganz nice, okay. Also, um eine Sache vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, liebe Freunde. Das war jetzt ein sehr überstürztes Ende und mit dem Ende bin ich in keinster Weise einverstanden. Sonon kann nicht tot sein. Ich meine, ich habe mir gerade noch gedacht, okay, es ist ein Spiel, in Anführungszeichen, spielbarer Charakter gewesen. Der kann nicht einfach so jetzt tot sein, dann ist der, kommt der halt nicht mehr vor. Also ich habe alles Mögliche wieder ausgemalt und dann ist das Ding einfach zu Ende, mit so einem Ende vor allem. Ich fand das cool, dass wir nochmal einen Einblick in, ich sag mal, die After-Story bekommen haben, wo sie aus Midgard draußen, die Hauptcharaktere. Ich hätte mir aber irgendwie gewünscht, dass Yuffie zu denen noch dazukommt, weil irgendwie müssen die doch zusammenfinden, schätze ich mal. Also, ich weiß, dass der Zack, den wir jetzt gerade nochmal gesehen haben, der übrigens, da lege ich mich jetzt fest, ich hatte ja mal gesagt, dass der ehemalige, die erste Liebe von Aeris Sephiroth gewesen ist, das nehme ich hiermit offiziell zurück. Es ist mit Sicherheit Zack gewesen. Und ich weiß, dass Zack wohl im zweiten Teil, im Crisis Core, wie der zweite Teil heißen wird, vorkommen wird. Und dort, wo eine nicht unerhebliche Rolle einnehmen wird. Genauso wie Cloud, logischerweise. Aber okay, mehr weiß ich selber natürlich auch nicht. Kann ich vielleicht, wenn wir jetzt sagen, Kapitel 17, Kapitelauswahl, dass wir uns einmal weiß stellen, das würde ich irgendwie ganz nice finden. Das würde ich so zum Abschluss der heutigen Folge noch einmal mitnehmen wollen. So, erstmal natürlich hier speichern. Aber wir haben sonst quasi Intermission eigentlich erledigt, wenn man so möchte. Du kannst das Hauptmenü momentan nicht schließen. Wähle über die Kapitelauswahl unter System ein Kapitel, um es erneut zu spielen. Du kannst unter System auch zum Titelmenü zurückkehren. Solltest du aber vorher deinen Endspielstand speichern. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, System, Kapitelauswahl, Kapitel 2, normal. Ich will einfach nochmal ganz gucken, Freunde. Kann ich dann direkt zum Kampfsimulator? Ich möchte mich jetzt ja ungern noch wieder, weiß nicht, eine halbe Stunde hinboxen. So, hier überspringen. So, du hast nun Zugang zum Shinra Kampfsimulator. Im Raum vor dir stelle ich neuen Herausforderungen. Im Raum vor dir? Hier? Ach so. Ah, deswegen ist hier auch die Bank. Ich verstehe. So, wir sind wieder voll geheilt. Ich würde es gerne mal gegen Weiß probieren. Hier zum Kampfsimulator im Schnellgebäude hat sich geöffnet. Nice. Ach, das ist dieses, ja, okay. Und dann schauen wir doch mal, wen haben wir denn hier? Shinra Combat Simulator. Yuffie und Sonon versus Shinras dunkles Geheimnis. Stellt sich mit Yuffie und Sonon eine Reihe von Trainingskämpfen die Erinnerung an Butai-Krieg wecken. Froschring, Yuffie und Sonon versus Bestien Midgards. Aber ich möchte, ehrlich gesagt, gegen Weiß kämpfen. Muss ich jetzt umblättern? Ja gut, nehmen wir die nochmal mit. Wie gesagt, machen wir nochmal eine kleine Special-Folge zum Ende. Oder vielleicht mache ich nochmal eine separate. Ich muss mal gucken. Die nehme ich einfach nochmal hier mit. So. Komischen Napalm werfen wir mal weg. So, ja geil, Materia-Stufe gestiegen. So, sehr nice. Wahrscheinlich muss ich mich erst hier durchboxen, um gegen Weiß kämpfen zu können. Diese Deep Ground Soldaten schon wieder.
Moment, meinen Wirbelsturm einmal. So, das war's mit ihm. Au. So, Sauron, let's go. Wie schnell der aufsteigt auch. Ist schon krass. Ach, da war ja noch einer. Eine Entschuldigung, ist es zu spät. Ich dachte, hier wäre schon down gewesen. Bin ich schon darauf eingestellt, dass der Kampf zu Ende war. Okay, das sind glaube ich die Soldaten. Aua. So, ich glaube, gegen die musste man Eis einsetzen, richtig? Aua, jetzt lass doch mal. Okay, ganz offensichtlich nicht. Schade, ich dachte, ich könnte es bemerken. Feuer war es gewesen. Alles klar. Okay, dann rüsten wir nochmal eben auf Feuer um. So, dich machen wir auch weg. So, sehr nice. Das war's, glaube ich, ne? Sehr gut. Alter, die steigen auch Level auf, das ist Wahnsinn. So, wir kriegen einen Froschring. Brauchen wir nicht unbedingt, aber sei es drum. So, zurück zur Kampfauswahl. So, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter, liebe Freunde. Wie gesagt, die Hauptstory ist durch vom DLC von Intergrade. Und nächste Folge gucke ich mal, dass ich vielleicht Weiß noch einmal mitnehme. So zum großen Abschluss von Final Fantasy. Ah, schade, es werden dann 91 Folgen werden, aber gut, okay. Kleine, nicht ganze Punktlandung, aber trotzdem. So, dann, liebe Freunde, bis zur nächsten Folge. Haltet die Ohren steif, macht es gut und adios, amigos.